So, ich musste einmal kurz den Cleanfeed neu starten, weil da kurz ein kleines Problem war. Aber das war ja natürlich perfekt, weil gerade einfach mal wieder souverän zwischendurch in die Runde reingesprungen wird. Damit sind wir zurück und zwar mit Matchup Nummer 2, Windstrike gegen NTC. Kann NTC ihren, ja, wie soll man schon sagen, ihrer Favoritenrolle gerecht werden? Gestern auf jeden Fall nicht. Heute vielleicht gegen Windstrike, das alte Line-Up rund um Quantum Bellator Fire unter neuer Orga mit Boomage, Balblana, Waterfalls, Quick und Jimka. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den zusammengewürfelten Haufen aus Cello, Bit, KNG, FNX und Fapes und die verlieren hier direkt auch die neue Runde oder die erste Runde. Und damit geht es hier auf Cash, auf der ersten Map bei diesem wunderbaren Best of Three. Um die Wurst, zweite wird Train sein, Decider, Mirage und die Jungs von Rinstrike haben hier Cash gepickt. NTC entscheidet sich für Train. Muss ich sagen, ist aber bei der Belo Horizonte nicht so gut gelaufen, Train, für NTC. Ich weiß nicht, allgemein gefällt mir das Lineup nicht so gut von NTC. Es scheint nicht so wirklich gut zu laufen. Aber naja, lassen wir uns überraschen. Manchmal braucht man halt auch einfach ein bisschen Zeit, um seinen Spielfluss reinzukommen. Wie man es ja so gern immer sagt. So, und damit geht es weiter nach vorne. Quick da schon unterwegs, aber da kommt ganz gut Gegenwehr und schon verliert hier Windstrike echt eine Überzahlsituation. Und das gegen die Pistols. Das sieht nicht gut aus. Windstrike nur noch mit der MP9 und der MP7. Und da geht's auf den A-Spot drauf. Steht Boomage bereit. Und damit kann man hier sogar nochmal den Retake runterspielen. Man hat noch gute Granaten dabei. Zwei Flashbangs, ein Molotov und eine Smoke. Und damit Cello in einer guten Position da sehr viel Schaden zu machen, wenn Boomage da zu weit nach vorne geht. Wie gut ist das Time von Cello? Hier ist es da, aber er kommt nicht auf den Kopf drauf. So, die CZ da natürlich sehr unzuverlässig, man ihn da zu zweit rauszunehmen. Wird aber hier unter Druck gesetzt, dass man hier nicht wirklich das Kreuzfeuer halten kann. Will es jetzt auf Nummer sicher machen, lässt dann Cello sterben und versucht hier einfach nur das Kreuzfeuer runterzuspielen. Jetzt muss hier gesucht werden, da sitzt man in der Decke und da kann man einfach durchdiffusen. Waterfalls, der diffust einfach durch und er kriegt die Bombe nicht. Das war 0,000, was weiß ich, wie viele Sekunden da noch, bis die Bombe hätte diffused werden können. Also es war mega knapp. Das war einfach nur arschknapp. Damit holt sich NTC mit Mühe und Not die Runde hier. Am Ende Windstrike in der Gegenrunde mit Pistolen unterwegs. CZ, Diegel, P250. Das sollte hier zum Erfolg helfen. Ein paar Granaten hat man auch noch dabei. Jo, jetzt heißt es halt irgendwie bei NTC so viele Waffen wie möglich hier durchzubringen. Auch mit sehr wenig Equipment. Weil halt kaum Spieler durchgekommen sind, kann halt NTC auch keine Bank aufbauen, um sich mit Utility vollzustopfen. So, und da fällt bei Blana direkt um. KNG findet Frag Nummer 1 da in der Mitte. Damit die Mittekontrolle bei NTC ganz gut ausgenutzt. Aber Jim K, der bekommt eine sehr gute Flash. So, Bit weiß gar nicht, wo er hinschießen soll. Der hat gestern eine sehr gute Partie runtergespielt. KNG macht da schon mit ihm zusammen die Schlinge zu. Braucht aber erstmal keinen Backup, weil Jim K da nicht auf den Kopf drauf kommt. Damit ist nur Quick. Und der ist unterwegs mit Boomage in den Retake. Wir haben keine Granaten mehr dabei, dafür noch zweimal die CZ in den Händen des Lineups aus der CIS-Region. Ja, und da macht man auch schon von hinten dicht. Also Windstrike, die Chancen, dass sie die Runde holen, ist gerade nicht sehr hoch. Das heißt, man versucht sogar hier nochmal irgendwie zumindest irgendwas durchzubringen.
Und Bumic musste halt extrem aufpassen, weil er jetzt von beiden Seiten in die Mangel genommen werden kann. Ziemlich viel HP abgezogen bei NTC. Jo, aber am Ende bringt das ihnen nichts, weil Windstrike halt keinen weiteren Spieler hier rausnehmen kann. Auch wenn die HP low sind. Die Spieler müssen dann natürlich auch umfallen. Und das gelingt ihnen nicht. Damit geht NTC mit 2-1 in Führung. Und NTC spielt hier sogar eine ganz solide Runde. Bringt 4 Leute durch. Damit können sie auf jeden Fall leben. Läuft auf jeden Fall. So, nochmal die Pistol Round, nochmal die Eco. So, und dann ist die Runde hier auch vorbei. Alles solide, alles flott. Aber das 1-3. Also kurz und schmerzlos geht es dann in die Runde für die Jungs von Windstrike und zwar mit Waffen. Ja, und jetzt heißt es, die erste Gegenwehr zu finden. Also, da wird sehr offensiv nach vorne gegangen bei Quick. Der kommt hier aber auch nochmal raus und NTC hat den Braten hier gerochen, aber Bumic lässt sich da nicht großartig erstmal die Butter vom Brot nehmen. Und da zieht man sich direkt zurück. FNX versucht da irgendwie nochmal einen kleinen Spray anzusetzen. Aber im Endeffekt kann er da keinen Profit rausschlagen. Damit ist der Vorteil erstmal bei den Jungs vom Windstrike. Also der Offensivpush bringt hier NTC erstmal so ein bisschen Rotation. Und man versucht auch direkt bei Windstrike nochmal nachträglich in die Main reinzugehen. Das ist hier von Erfolg geprägt. Also KNG steht da komplett alleine. Cello kann da keine Möglichkeit setzen, um auf den Refrag zu gehen. Das Timing hier perfekt für Windstrike ausgewählt. Und NTC, ja, den läuft langsam die Zeit davon und die Mannstärke. Weil Cello hat auch nur noch 37 HP. Damit nimmt das hier so langsam seinen Lauf. Und durch den guten Push nochmal nachträglich Richtung Main hat NTC ein Riesenproblem, weil sie bekommen nicht mehr wirklich die Kontrolle über diese Position und am Ende verschätzen sie sich hier oder verzetteln sich ein wenig und Windstrike holt sich Runde Nummer 2. Ich glaube, wir könnten hier eine ganz spannende Partie erleben. Weil beide Teams im Endeffekt auf dem gleichen Level spielen können. Ob sie das abrufen können am Ende, das wird sich natürlich zeigen über diese BO3-Serie. Und ich merke, ich muss hier noch kurz was ausmachen. Ich bin halt voll im Dings gewesen, ne? Voll im, voll in diesem Dings mit CSGO. Eben. Jetzt muss ich erstmal das richtige Overlay finden. Oh, ich hasse das, wer die Tastatur hier mal auf Englisch umstellt, ne? So. Wunderbar. Fast vergessen. Aber der Jitcode denkt dann alles nach einer Zeit. So. Wunderbar. Damit wäre das auch gefixt. So. 2-3. Und hier heißt es für FNX, KNG und BIT irgendwie die Runde nochmal rumzudrehen. Wieder eine gute Eröffnung von Windstrike. Damit behalten sie auch hier erstmal die Überhand. Besonders weil bei Blana da mit Thrifrax seinen Job auf jeden Fall sehr gut erledigt. Ja, und jetzt heißt es Gas geben bei Windstrike. Nochmal versuchen, irgendwo die Eröffnung zu finden.
damit dann NTC komplett auseinanderzunehmen. Und damit haben sie nur noch die Zangenbewegung und die wird von KNG hier gut ausgenutzt. Also er kann zumindest die komplette Rotation hier abfangen. Plus ein Spieler, der noch Richtung B stand. Und jetzt haben sie natürlich ein Problem. Kommen sie nochmal auf den Spot drauf. 3 Sekunden reicht das, um die Bombe zu planten. Das wird hier nicht reichen. Damit die Runde vorbei. Und sie schaffen es gerade so, in der letzten Millisekunde hier nochmal die Runde auf ihr Konto zu buchen. Und schon sieht das gar nicht so schlecht aus bei Windstrike. Also sie können weiter gegenhalten. Skate bleibt aber auf beiden Seiten sehr, sehr knapp. Also viel kann man hier nicht auf die hohe Kante legen. Auch bei NTC fehlt es da hinten und vorne an Equipment, an Waffen, whatever. Also da ist fast nichts da. So, QB Fire setzt ja eigentlich ganz gut die Akzente Richtung A und Richtung Mitte, besonders bei Blana, der halt in der letzten Runde da sehr viel Schaden machen konnte. Ja, sehr interessant, da liegt die Bombe noch. Das ist korrekt. Wird aber hier NTC erstmal recht herzlich wenig interessieren. Man geht sehr einzeln Richtung Mitte raus, da sucht man so ein einzelnes Duell. Das gleiche gilt auch für die Main. Und das ist halt immer so das Problem, was bei NTC auch bei der Belo Horizonte war. Dass man halt zu sehr diese einzelnen Duelle gesucht hat und am Ende halt dadurch, ja, nicht wirklich viel erreichen konnte. Hat gegen Big arge Probleme gehabt. Und hier spielt das halt Windstrike absolut in die Karten. Wer kam denn da gerade online? BeFree hat sich invited, um mit dir Counter-Strike zu spielen, Observer. Ich würde diese Einladung auf jeden Fall jetzt annehmen. So, ist nur noch einfach nix. Ja, und er hat noch 7 Sekunden. Er wird jetzt versuchen, die Waffe durchzubringen. Nein, und Jimka, FNX, der wartet bis zur letzten Sekunde, dass er halt kein Geld mehr bekommt. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Was ein Profit am Ende für die Jungs von Windstrike. Erstens kriegt der Spieler kein Geld, hat damit $150. Und zweitens wird er auch noch geneift. Also ich weiß nicht, NTC wirkt mir so einzeln spielend, so ohne Teamplay. Und sie haben halt schon die Spieler dazu, um das ist, wie gesagt, das Werkzeug an Aim haben sie. Aber es wirkt halt in vielen Situationen so mega einzeln gespielt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Mir gefällt einfach dieser Spielstil von NTC absolut gar nicht. So, für NTC wird es in der Runde erstmal nicht viel geben. Ein paar Pistolen. Aber ansonsten hat man so ein bisschen, ist man ein bisschen bei Windstrike gerade über den Berg gekommen. Und zwar, dass man halt in der Position ankommt, die den Gegner nicht wirklich in eine gute Situation reinbringt. Phelps nochmal mit der Deagle. Aber am Ende hat man eine 4 gegen 2 Situation. Nicht wirklich viel Equipment bei NTC dabei. Und schon wird die Sache hier unglaublich schwer für die Jungs auf der T-Seite. Zu dieser Zeit ist Bit auch gefallen, da ist Boomage da. Und damit ist es Jimgar, der das Ganze beenden kann. Also Phelps nochmal mit einer kleinen Schelle. Jo, aber am Ende wird das sich hier nicht weiter nach vorne bringen bei NTC. Also das passt soweit. Man hat den Gegner jetzt unter Kontrolle. Nächste Waffenrunde für NTC. Da kann FNX froh sein, dass sie ein bisschen Loser-Bonus haben, damit er hier eine Galil mit Kevlar kaufen kann. Und Boomage direkt mit der AWP wieder auf langer Suche den Gang hinunter in der Main. So, und NTC
Die nehmen erstmal das Spieltempo raus. Keine Kontrolle mehr Richtung Main. Versucht man jetzt erstmal nicht anzuspielen, sondern erstmal abzuwarten, dass der Gegner vielleicht irgendwas Aggressives spielt, verzögert auf den Boost gehen. Macht man hier auch mit Phelps. Baut sich auch für die Main Smoke, für die Z-Smoke. Und dann wird man versuchen, über die Mitte rauszugehen. Und zwar mit dem Backup von KNG. Der versucht erstmal Richtung Müll zu kommen, danach wahrscheinlich Richtung Whitebox. So sieht es aus. Da warten zwei Leute. Jetzt die perfekte Flash. Und KNG hat einen Riesenvorteil. Aber das ist ein gutes Backup. Einer piekt oben, einer seitlich. Und schon hat man bei Windstrike direkt wieder die Mittekontrolle. Und NTC läuft hier einfach nur gegen eine Betonwand. Also das sieht nicht gut aus bei NTC. Auch hier wirklich wieder sehr wenig Utility am Start. Mit der du halt auch Raum einnehmen kannst. Kannst da keine Cross-Smoke in der Mitte schmeißen. Du hast keine Flash mehr bei den Spielern dabei, um nochmal irgendwie KNG da zu supporten. Das ist alles sehr, sehr, ja, dürftig bisher. Nochmal auf B drauf. So, FNX kann den ersten da verbrennen. Damit der B-Spot in den Helden von Waterfalls. Der zweiten AWP, die hier in den Händen von Windstrike ist. 10 Sekunden, wieder ein sehr später Execute von NTC. Die Bombe kann nicht hinten für ein Vent geplantet werden. Dafür beim Default, das ist natürlich nochmal ein gutes Backup. Boomage da mit einer super Nade. FNX dreht sich da weg, da gibt es keine Probleme. Also nochmal Glück für NTC, dass man hier die Runde geholt hat. Trotzdem guten Backup in der Mitte. Kann man hier nur noch auf Balblana hoffen. Aber die Bombe liegt sehr, sehr defensiv und er hat kein Dev-Kit dabei. Die trauen sich natürlich jetzt nach vorne, spielen auf Zeit. Oh, da macht er es noch! Oh, was ist denn hier los? Und er hat noch ein Dev-Kit bekommen. Wie kann denn NTC die Runde da abgeben? Im Ernst jetzt? Och, bitte. Also 6 zu 3. Und damit bricht hier Windstrike so ein bisschen NTC das Knick. Muss man schon sagen. Mit so einer Runde hättest du wieder ins Spiel zurückkommen können. Jetzt hast du zwar Loser-Bonus, aber Windstrike bleibt hier weiterhin am Ball. Auch wenn da zurzeit noch nicht viel. Wie gesagt, die Runden sind sehr knapp. Aber Windstrike arbeitet sich hier langsam nach vorne. Versucht weiterhin die Runden auch zu holen. Und irgendwie klappt es auch. Und dass sie die Runde noch abgegeben haben bei NTC. Das darf eigentlich nicht passieren. So, und wieder hat man ein Problem. Jetzt wird wieder zu zweit der Mitte gepiekt. Wieder die Mittekontrolle bei Windstrike, die hier gut abgehalten wird. Und die man auch direkt von NTC klauen kann. FNX versucht jetzt nochmal die Initiative zu ergreifen und irgendwie natürlich auch die Lücke auszunutzen. Und am Ende kommt er zumindest nochmal Richtung Side durch. Er arbeitet jetzt langsam einen Weg, um die Bombe hier nochmal zu planten. So, und am Ende hat er hier eine 3 gegen 1 Situation vor sich. Der erste Sitz ist natürlich bekannt. Auf langer Distanz steht er hier im Kreuzfeuer. FNX kommt hier sogar nochmal raus. Wer hat er das denn gemacht? Molotov kommt rein, damit kann er nicht mehr um die Ecke gehen mit 34 HP, auch nicht durch den Molotov rennen. Aber die Bombe liegt offen. So, und das heißt, sie müssen jetzt so ein bisschen das Human Shield auspacken. Oh, FNX macht das gut. Und da gefällt der zweite nicht, da ist nämlich Boomage da. Das ist zu viel für den Mann. Der ehemalige SK Gaming Spieler. Das ist zu viel für ihn. So, ich weiß natürlich, dass Waterfalls die zweite, nicht die zweite AWP ist, aber da ich schon Boomplan der AWP erwähnt habe und gesagt habe, dass Waterfalls mit der zweiten AWP auf B steht, kann ich natürlich nicht sagen, dass er mit der ersten AWP auf B steht, weil das ist ja ein zusammenhängendes Konzept für die Runde.
7:3. So, kleiner Lag. So, da soll wohl der Boost ausgeführt werden, oben aufs Shroud. So, kleines Prefire. Also man versucht jetzt bei NTC so ein bisschen den Gegner off guard zu erwischen, vielleicht hinter der Smoke, beim Boosten, whatever, sucht es euch aus. Und bisher ist das hier für Windstrike eine sehr gute Partie. So, KND nochmal mit der Öffnung. Also den ersten findet er, da hat aber Waterfalls mehr als genug Zeit, um hier nochmal nachzujustieren und am Ende wieder auf den Spot zurückzugehen. Also die AWP in guten Händen bei ihm. Ah, diesmal piekt man alleine und das ist dann ein wenig zu viel. So, Cello versucht auch hier nochmal die Lücke auszunutzen, die man jetzt hier vielleicht aufgerissen hat. Und Richtung A, oben erstmal den Shroud frei zu machen. Das scheint auch gut zu funktionieren. Endlich mal ein Vorteil für NTC ins 3 gegen 2. So, die Frage ist jetzt halt, was kann Balblana da noch machen? Der hat 97 HP, wird ja auch von Cello abgefangen. Und damit hat NTC das erste Mal wirklich eine solide Runde runtergespielt, indem sie halt über die Flanken, das heißt über B die Eröffnung bekommen haben, dass sie Richtung Mitte nicht das Duell oder ein einzelnes Duell hatten und dadurch auch die Möglichkeit bekommen haben, den Spieler da Richtung Highway rauszunehmen. So, und dann fällt das ganze Ding zusammen, weil zu viele Lücken entstehen bei den Jungs von Windstrike und so gibt man die Runde auch ab. So, 7:4. Für Windstrike geht es in die Pistol Round. Da gesagt, wie schon erwähnt, die Runden super knapp waren. Heißt es hier für Windstrike erstmal den sauren Apfel beißen. Das Geld zu sparen. Und da natürlich gegen die geballte Kraft von den AKs anzukämpfen. Zeigt man sich einmal, macht jetzt hier eine Einzelaktion, einmal Richtung A und einmal Richtung B und einmal Richtung C und D. Und am Ende ist nur Jimka und der ist bekannt. Da hat Bit noch 8 HP, hat das Backup, wird am Ende hier aber nicht abgesichert. Oh, nochmal der Wechsel auf die AK, aber Jimka kommt da nicht mehr schnell genug aus der Nachlade oder aus der Entsicherungsanimation hinaus. Und damit heißt es, für Windstrike Runde abgegeben. NTC legt hier nochmal einen drauf und kommt damit auf Runde Nummer 5. Also Nachfolgerunde ist hier sicher. Windstrike hat aber wieder Geld. Eröffnung findet wieder statt bei NTC. Diesmal etwas mehr Druck Richtung A. Die Bombe bleibt erstmal weit hinten liegen. Versucht auch nochmal irgendwo die Lücke vielleicht vor B zu finden. Da zeigt man sich aber erstmal nicht. Zwischenzeitlich geht die Action auf A mit FNX, der die erste Öffnung findet. Und sie haben immer noch den Backstepper, der theoretisch auch über B eingreifen kann. Oh, das sieht gut aus für NTC, dass sie hier mit purer Aimgewalt durchkommen. Und da ist nämlich der Spieler, der noch vor B rumschimmelt, der dann am Ende Jimka ausschalten kann. So, für Windstrike heißt es nochmal sparen für die letzte Runde. So hat KNG kein Problem an der AWP den First Pick zu setzen. Phelps auch etwas konfidenter Richtung mit durch und da blüht doch so ein wenig das Aiming auf von NTC und so schnell ist die Runde auch vorbei. Wie gesagt, das Werkzeug haben sie dazu. Sie haben individuell gute Spieler, die wissen auch, wie man Counter-Strike spielt. Nur was ihnen halt fehlt, ist vielleicht einfach, ja, die Konstanz gegen Teams, die gutes Teamplay beweisen.
Weil da muss ich leider sagen, sehen wir von NTC in vielen Situationen doch etwas zu wenig. Besonders mit so einer Aktion über die Mitte alleine raus, spricht halt nicht gerade für die wahre Teamstärke. Da versucht man einfach mit Topspawn gegen einen Windstrike zu spielen, das jetzt halt wieder Geld hat. So, Phelps nochmal mit der Antwort. Und das ist dann wieder so eine Situation, wo ich sagen würde, da kommt NTC halt gegen bessere Teams am Ende auch nicht weiter, wenn sie halt ein bisschen Teamplay beweisen. Wenn dann halt zu viel individuell so aufgerissen wird. So, am Ende ist eine solide Hälfte für beide Teams. NTC legt zwar nochmal einen guten Run vor, auch dadurch, dass sie so ein bisschen die Mitte wieder abusen können, dass sie halt zweimal gegen eine Pistol Round spielen oder gegen einen leichten Buy, einen Half-Buy. Aber ansonsten finde ich, dass Windstrike hier auf der CT-Seite auf jeden Fall eindeutig die bessere Partie abgeliefert hat, wenn es darum geht, als Team zu agieren. Besonders Richtung Mitte, auch Richtung A, versucht er die Räume einzunehmen. Das habe ich alles so bei NTC ein bisschen vermisst. Da war das alles doch sehr, sehr einzeln. So, meiner Meinung nach die letzte Runde auch nochmal das beste Beispiel. Wie man es halt dann nicht macht. Ja, und am Ende holt man hier halt ganze 7 Runden bei NTC. Damit geht Windstrike hier als Sieger aus der Hälfte hinaus. Mal schauen, ob sie das hier auch verteidigen können. So, Windstrike startet jetzt auf der T-Seite. Damit geht das Spielchen wieder von vorne los. NTC auf der Suche nach Pistol Round Nummer 2. Die erste ging an Windstrike. Damit können sie auf jeden Fall einen guten Schritt nach vorne machen auf der CT-Seite. Wir wissen, wie undankbar die CT-Seite auf Cash sein kann. Verlierst die Pistol Round, verlierst die erste Waffenrunde, dann schlägst du vielleicht mal zu, verlierst aber direkt die Folgerunde und schon hast du ein Riesenproblem. Das ist ein frecher Peak von FNX und eine Riesenlücke, die man bei NTC hier bei NTC finden kann. So, jetzt geht's nochmal an der Tür, ein bisschen mit dem Stress nach vorne, aber da hat man eine gute Lücke gefunden. Zwar in der Main reingekommen, aber dafür über die Tür raus und da steht immer noch FNX drin. Also das Problemkind für sie ist auf jeden Fall hier der Brasilianer, der so gut die Eröffnung gefunden hat. 20 HP noch bei FNX und dann rennt man voll in Cello rein. Und der spielt hier einmal auf dem Instrument den schönsten Song der Welt. Auf seinem Cello. So, 8 zu 8. Das ist natürlich eine wichtige Runde. So, und Phelps nutzt das halt direkt aus. Ja, und damit heißt es, weiterhin Vollgas zu geben. Die Runde wird wahrscheinlich nicht viel passieren, weil man halt die Bombe gelegt hat. Ich muss jetzt gerade mal was, ich muss gerade mal kurz was schauen. Okay, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass Knochen erst zu den Finals morgen da ist, zum Finale. Das ist aber schade.
So, 8 zu 9. Der will sich den Delay nicht gönnen. Ist das gut? Ja, wahrscheinlich. So, hier nochmal der Push. Also, die nächste Waffenrunde für Windstrike oder die erste Waffenrunde sieht ganz gut aus. Ja, und am Ende ist es Waterfalls, der hier wahrscheinlich das Ding einfach beenden kann, wenn er da das letzte Duell gegen den Spieler findet. Oder vielleicht noch vorher Quick, der nämlich schon Richtung Z unterwegs. Hat man ihn da gesehen? Oh, ich glaube, der ist gecallt. Der ist eingekesselt. Das macht man jetzt einfach zusammen und dann geht die Zange zu. Und Windstrike geht hier wieder in den Ausgleich. 9 zu 9. Ich glaube, Knochen hat gestern die Delay gesehen und denkt sich, oh nee, das ist mir zu lang. Ich muss am Montag wieder früh aufstehen. Und dachte ich, oh nee, da komme ich nur zum Finale vorbei. Nein, ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist so abgesprochen mit dem Veranstalter. Ich kann es euch nicht sagen. Da denkst du, komm, ne, das ist mir zu spät, ich komm nur zu spät. Da hätte er eigentlich das erste Spiel wählen müssen. Oder das Spiel in der Mitte. Na, das macht der Knochen klug, ne? Der lässt halt seine Ergebenen hier schuften und er kommt zum Finale und castet dann easy peasy das BO3 hier, ne? So, nochmal die Suche. Gut, das wird ja auch gut auseinandergenommen. Damit das 9 zu 9 wird, wahrscheinlich das 10 zu 9, weil NTC da mit den paar Pistolen wahrscheinlich nicht mehr viel anrichten wird. Die gehen auch keinen Zentimeter mehr nach vorne, sondern bleiben einfach defensiv stehen und nehmen damit die Pistols nochmal gut für die Exit-Tracks hier mit rein. So, zwischenzeitlich habe ich auch meine Antwort bekommen, wie lange der Ägypter für seinen Stuhl gebraucht hat. Und zwar 32 Minuten und 21 Sekunden. Und da sehen wir es nochmal. Hat einen G2-Stuhl von Maxnomic. Ist der mit Stoff? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er 32 Minuten gebraucht. GZ, da gibt es 2 Daumen hoch und die Pause hat länger gedauert. Ja, hast Glück gehabt, ne? Dass es nochmal eine halbe Stunde nach hinten verschoben wurde, mein Lieber. Das ist Wildleder. Alter, jetzt wird's aber exklusiv, Mann. Wildleder. Im Ernst jetzt? Wir gucken uns den Stuhl mal an. Wir haben sowieso gerade eine Pause. Das ist Wildleder. Alter, welches Tier wurde dafür getötet? Fehlt nur noch der Kuhteppich. Ne, sieht aber ganz cool aus. Wäre hier ein Logo von Mouseboards oder von Astralis, würde mir das eher zusagen. So, einmal kurz den falschen Knopf gedrückt. Nein, natürlich Spaß beiseite. Maxnomic stellt keine Wildlederstühle her. Das wäre aber mega geil. Den würde ich mir direkt bestellen, den Wildlederstuhl. Ganz ehrlich, den würde ich mir gönnen. Den würde ich mir direkt gönnen. Ich muss sagen, ich bin auch eher ein Fan, glaube ich, von Stoffstühlen. Ich hatte jetzt die ganze Zeit einen DX Racer. Und ich muss sagen, ich hätte gerne einen Stoffstuhl. Eure Meinung im Chat, Leder oder Stoffstuhl?
10-9. Es geht weiter. Also, für die Jungs von Windstrike geht es erstmal vor den Baseboard. Da will man jetzt was Kompaktes ausspielen. Da könnte man vielleicht mit dem wenigen Equipment, was NTC zur Verfügung hat, sie vielleicht komplett auf dem falschen Fuß erwischen. Eine Flashbang durch und das Ding wäre hier vielleicht gegessen. Oh, da ist man ganz gut durchgekommen. Nochmal sich selbst geflasht, damit hält man sich ein bisschen auf. Aber die Welle wird hier auf NTC zukommen. Bestehen noch aus 4 Spielern und sie können weiter das Kreuzfeuer. Ja, das gibt's doch nicht! Was macht denn Cello und Phelps da? Wie viel Schaden die beiden da verteilen? Am Ende setzen sie sich einfach hier als Legenden ins Feld mit dem Full House. Und damit ist die Sache gegessen. Ein bisschen chaotisch abgelaufen, gerade bei den Jungs von Windstrike. So, und die Frage ist natürlich, wie kann Windstrike das hier verarbeiten? Geld haben sie auf jeden Fall noch genug, aber das wäre natürlich genau der perfekte Mund gewesen, um, ja, NTC wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Somit haben sie nochmal Geld in der Runde zu kaufen und sie haben mehr als genug davon gehabt, weil sie halt auch fast nichts verloren haben. Und so hast du halt bei NTC nochmal Luft zum Atmen bekommen. So hätte Windstrike jetzt eine gute Möglichkeit gehabt, um mal so 2 Runden wegzuziehen. So könnte die Map nochmal, ja, knapp werden für Windstrike. Also man hat so ein bisschen die Chance verpasst, die sich ihnen ergeben hat. Und kann die hier nicht nutzen. So, dafür ist Balblana da. Und kann den ersten Spieler in der Mitte finden. Damit haben sie jetzt erstmal die Mittekontrolle. Versuchen das aber jetzt nicht so krass zu triggern und NTC ziehen sich komplett Richtung Side zurück und die gamblen mit 3 Leuten auf den A-Spot und der Reed könnte hier komplett nach hinten losgehen. Cello muss hier jetzt echt die Symphonie auspacken, um hier am Ende den Push aufzuhalten, aber das ist noch viel Zeit, die er hier rausholen kann. Nochmal der Molotov, der nochmal das Team aufhält. So, wird hier die Symphonie von Cello runtergespielt. Oh, nix. Das war eher nur eine alte, verrostete Tröte, die am Ende hier den Spot gehalten hat. Und damit kann NTC safen gehen. Damit kann NTC hier komplett einfach nur safen. 10-10. Das ist, ja, hier die Ansage, wird 11-10. Also Windstrike behält hier weiterhin die Überhand und gut, dass NTC nochmal die Waffen durchbringt. Können sie dieses Geld nochmal aufteilen, eine UMP ist drin, ein bisschen Equipment und sie haben halt noch diese 3 Rifle bzw. die eine AWP. Und keine Sorge, mein Stuhl fällt auch auseinander nach 4 Jahren. Ich glaube, ich habe ihn aber auch nicht wirklich sehr gut gepflegt. Von daher kein Wunder, dass er auseinanderfällt. Also mach dir nichts draus. So, Smoke kommt rein. Phoenix alleine. Der Lone Ranger. Richtung R. Dafür versucht man jetzt ein bisschen die Offensive bei NTC vor B zu finden. Für Farmers hat es gereicht und für eine M4 noch. Dafür verzichtet man wieder auf massig Equipment. So, und man sucht langsam bei Windstrike die Eröffnung. Das soll wohl Richtung A passieren. So baut sich auch bei NTC eher in die Fall-Setup auf. Auch dadurch, dass man sehr viel Informationen mit dem Spieler vor B bekommt, hat man noch Bit als Backup dabei. Könnte aber hier auch langsam umstellen. Nochmal die Block-Smoke. Das heißt, das wird hier erstmal wieder abgefangen. So, NTC
muss hier jetzt versuchen zu verteidigen. Die Rotation ist sehr schnell da. Man versucht halt irgendwie bei Windstrike rauszukommen, scheitert hier aber an einer Smoke, wo man gerade nicht wirklich vorbeikommt. Da wird nochmal das Duell gesucht. Gute Support-Flash. Beide Spieler blind, beide Spieler einfach nur machtlos gegen diese eine Flashbang. Und am Ende können sie ja bei NTC sauber komplett die Rotation einleiten, bevor überhaupt Windstrike irgendeine Möglichkeit hat, auf den Spot zu kommen. Und das Ganze wird verteidigt mit einer Flashbang und einer Smoke. Sieht mal, wie wichtig Equipment sein kann. So, 11 zu 11. Phelps an der AWP-VB. KNG hat man auch noch mit dem Gepäck. Der versucht sein Glück in der Mitte. So, FNX darf wieder allein den A-Spot decken. NTC hält hier weiter gegen und bei Windstrike. Greift man wieder auf das Geld zurück, was man sich noch hart erkämpft hat mit den Plans. Und mit der kleinen Follow-up-Runde, die man in Runde 21 hingelegt hat. Somit hält sich NTC hier weiter am Leben. Also Windstrike hat gerade Riesenprobleme, einfach konsequent mal NTC in die Eco zu schicken. Und so zieht sich das halt irgendwie schon gefühlt seit 4-5 Runden so über die Karte bisher. Windstrike hat die Chance, aber kann sie hier nicht wirklich das Potenzial ausschöpfen. Also NTC kämpft hier gerade fast schon ums blanke Überleben immer. In welche Richtung diese Partie geht. Klar, im Endeffekt, wenn es so weitergeht, ist der Vorteil auf jeden Fall bei Windstrike. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber bisher kann hier NTC mit Bravour gegenhalten. Oh, da verbrennt er selbst. Einmal den 1G bitte. Danke sehr, bitte sehr und tschüss. Und am Ende ist noch Quick. So, Quick versucht immer das Tempo anzuziehen, da wartet immer noch Cello. Und der Molotov wird verschmissen. Ah, das sind alles so kleine Fehler. Warum? Bitte. So, 11 zu 12. Wieder der Push, diesmal von NTC. Och, was ist das denn, Alter? Im Ernst jetzt? Gott. Was ist das denn? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Oh mein Gott, ey. Ich will nichts sagen, aber das ist schon dick low. Oh, ich bin heute einfach, ey, echt nur am Haten, ey. Es tut mir halt echt leid, aber... Oh, auf jeden Fall, der Bombenplant ist durch und jetzt versucht mal halt den Retake zu gehen. Da hat man auch eine Zeit hinten der Spieler nicht abgecheckt im Vent, aber am Ende ist das Backup da von KNG. Und am Ende reicht es auch zum Diffusen. Also, der kleine Fehler wird hier am Ende nicht bestraft. Und Windstrike verliert langsam so ein bisschen die Überhand über diese Partie. Elf zu 13. Ja, da würde ich auch gerne mal die Kamera wechseln. Ich wollte eigentlich sehen, was jetzt auf dem Spielfeld passiert. Aber das Setup ist schön. Guck mal, hier oben. Da ist sogar eine 360-Grad-Kamera oder was. Die Monitore hängen ganz cool. Ist der Kamera geschlafen? okay. Ah, herzlich willkommen zurück, Jungs und Mädels. Wir sind wieder...
Wir sind wieder im Spiel. Und was haben wir verpasst? Ja, Windstrike nochmal mit Geld, KNG offensiv nach vorne. So, da ist die Offensive sehr schön vom Observer erkannt. Damit haben sie erstmal die Kontrolle fast vollständig vor dem A-Spot. So, KNG versucht auch den ersten Schuss abzufeuern. Damit Obacht. Und wie versucht man das jetzt gegenzukontern? Man hat immer noch einen oben auf dem Bus stehen, einen vor der Box. Also die Mittelkontrolle gehört hier Windstrike erstmal ohne größere Probleme. Waterfalls versucht sein Glück nochmal. So, jetzt sind es noch 46 Sekunden. Jetzt kann man auch das letzte Equipment bei NTC noch rausschmeißen. So, und damit geht es jetzt langsam nach vorne über den Highway. So, zwei Leute in der Main noch abgeblockt. Smoke kommt hinterher und jetzt muss man einfach versuchen rauszugasen. Da muss man halt auf die Smoke so ein bisschen, die muss man ein bisschen ignorieren und halt mit gutem Timing da mit dem Highway rumziehen. Und am Ende klappt das auch. Also, man ist auf dem Spot drauf, das sieht nach einer guten Flawless aus. Sollten Phelps und Cello das nicht nochmal versuchen wollen, beziehungsweise geht man bei Windstrike nicht jagen. So, und das Geld spart man sich natürlich. So viel ist jetzt bei den Jungs von NTC auch nicht da. Klar hat man eine kleine Bank mit FNX und mit KNG. Aber ich glaube, sie würden lieben gern wieder auf die Doppel-AWP gehen. Von daher da... Die beiden Waffen zu safen ist auf jeden Fall keine schlechte Alternative, besonders weil der Zug da sowieso schon Richtung A abgefahren war. So, da sehen wir nochmal Boomage. Ja, kleines knuffiges Kerlchen, ne? Auf dem Server hat er bisher eine Leistung, die ist okay. Mit einer ADR von 63,8, 14 Kills. Das ist okay. Das ist absolut in Ordnung. Hält sich also ganz gut in der Waage, wenn man es vergleicht mit den Spielern von NTC. So, es geht Richtung Mitte raus, guter Refrag da von Quick. Und da zieht Jimka direkt hinterher, da kann der Glück haben, dass er da nicht angeaimt wurde. Weil das war eigentlich genau die Situation, die man halt bei NTC ausnutzen konnte. Jimka geht halt nochmal hinterher, das gleiche gilt für Phelps. Also ein sehr risikobewusstes Spiel auf beiden Seiten. FNX zwischenzeitlich hochgebootet und KNG geht wieder auf Information. So, da hat Waterfalls den Vorteil. Jo. Und da wird KNG absolut gar nichts tun. Also, damit dreht sich das Spiel gerade wie so eine Achterbahnfahrt wieder in die andere Richtung. So, Flashbang kommt rein, damit ist Windstrike Richtung Side drauf und sie haben halt wieder nur die beiden Waffen, die sie am Ende safen können. Eine AWP bei Bit, die aufgehoben wurde und eine M4 bei FNX. Damit wird man hier nochmal wahrscheinlich, wenn ich aufs Geld gucke, theoretisch könnte man noch ein bisschen rund kaufen. Also um das Setup kaufen, was man da durchbringt. Aber im Endeffekt hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht das Risiko ein, sagt, okay, wir kaufen um die AWP und um die M4 rum. Oder man kauft auf ca. 2000 um die AWP und die M4 rum. Oder man spart halt komplett. Das sind jetzt halt so Alternativen, die man auspacken könnte. Weil man weiß, okay, man hat hier zwei Runden in Folge dann verloren. Man kann sowieso nächste Runde wieder kaufen.
und macht einfach so viel Schaden, wie es noch geht. So, da kommt jetzt die Pause und ich glaube, das will man jetzt auch so ein bisschen besprechen, in welche Richtung das am Ende gehen soll. Ja, damit gucken wir mal. Kann Windstrike jetzt hier so einen kleinen Floor aufbauen, um NTC hier komplett in den Geldbruch zu schicken? Das ist natürlich jetzt ein Risiko, was NTC hier eingeht. Klar, sie haben Equipment, aber dafür halt zweimal eine UMP. Und das könnte dir in gewissen Situationen auch mal schnell den Nachteil geben. Wie teilt man sich auf? Und wo sind die UMPs hin auf dem Weg? Einmal Richtung B, offensiv nach vorne. Und einmal Richtung A unterwegs. Also man versucht sie auch auf Close Distance zu bringen. Eine bei Cello und wie gesagt, wie schon erwähnt, eine bei Bit. Die bleiben auch beide an einem offensiven Chokepoint stehen. Dafür, wie gesagt, aber das Equipment gut zum Abblocken dabei. Und das könnte NTC auch einen kleinen gewissen Vorteil geben, weil bei Windstrike wird es langsam knapp, wenn es da um die Utility geht. So, die Frage ist, was hat Windstrike hier noch im Petto, um das auf ihre Seite zu holen? Wie gesagt, wenn sie die Runde holen, haben sie einmal auf ihrer eigenen T-Seite die Chance genutzt, den Gegner das Geld komplett aus der Tasche zu ziehen. Und damit ist es Quick, der auch hier die erste Öffnung gegen Cello findet. Damit ist der schon mal tot. Die erste UMP aus dem Spiel. Nochmal der Block. Also sie setzen ganz gut bei NTC die Granaten ein. Das gefällt mir persönlich ganz gut, dass sie halt verzögert versuchen, mit Granaten hier zu arbeiten und den Gegner auch noch sehr spät abzublocken. So, und FNX wartet oben auf dem Bus. Mal gucken, ob das von Jimka gecheckt wird. Ja, da hat FNX den Vorteil. Die Füße hat er auch gesehen, droppt auch nach unten. Über die Tür kommt keiner, da muss er erstmal keine Sorgen haben. Und es geht drauf. 3 gegen 4 Situation. FNX macht hier gerade echt gutes Spiel mit Phelps zusammen. So, und dann fällt Phelps in den Rücken und das Ganze bricht hier mit den beiden Top-Fraggern hier bei NTC gerade komplett zusammen für Windstrike. Und Windstrike schafft es wieder nicht, NTC in den Loser-Bonus, in die Eco zu zwingen. Tja, so ist das manchmal im Leben, ne? Damit neue Runde, neues Glück für Windstrike. Das hält die Partie natürlich auch spannend. Also, dass NTC nochmal gegenhalten kann, macht sie zwar hier noch nicht zum Sieger, aber auf jeden Fall schon mal ein gutes, Stückchen weiter, weil man steht jetzt eine Runde weg von der Overtime zumindest schon mal. So, kleines Informationsspiel. Jetzt ist man einmal auf der Box drauf. Oh, das hat Phelps nicht gesehen. Trotzdem ist er drauf. Also, gut aufgepasst. Damit sitzt die AWP bei Phelps gut in den Händen. In der Mitte versucht diesmal FNX sein Glück. Mit die AWP alleine auf dem A-Spot drauf. Mitte-Duell wird hier entschieden. Erstmal von Windstrike. Und den Vorteil möchte man auch erstmal ausnutzen. So, jetzt natürlich wichtig, wo kommt KNG her? Da kommt kein zweiter Spieler irgendwie nachgezogen mit der Flashbang, sondern die ist einfach erstmal nur Maskerade, weil Bit, der steht aber noch bereit, versucht verzögert rumzuziehen. Das Timing könnte nicht besser sein für ihn. Und dann zieht er sich direkt zurück. Damit hat man wieder die 3 gegen 3 Situation. KNG zwischenzeitlich gefallen. Das gleiche gilt für Cello, der schon ausschließen wollte. Damit ist es nur noch Bit und Phelps. Und die beiden teilen sich auf jeweils 1-1. Also es soll auf den A-Spot draufgehen. Das heißt, die Überzahlsituation ist sowieso bei Windstrike da. Nur wie gut kann hier Bit seine Position noch ausspielen? Ah, einen holt er, zweiten hinterher und kann der dritte hier auch fallen. Und das ist das 3K von Bit. Also, das Multikill-Talent aus Brasilien, auch gestern schon bewiesen, aus welchem Holz er da geschnitzt ist in den Situationen. Sieht sehr souverän aus. Ja, dazu sage ich nur eins. Bitte ein Bit.
So, Force Buy bei Windstrike, was anderes bleibt ihnen halt auch nicht mehr übrig. Damit kann NTC sich jetzt den kompletten Vorteil hier erarbeiten. Und zwar Waffen, Granaten und vielleicht auch die Confidence, um die Runde hier dicht zu machen. So, da passt doch erstmal die Confidence Richtung mit. Aber trotzdem kann man hier bei Windstrike noch nicht, ja, die weiße Flagge hochhissen. Man möchte weiter gegenhalten. Die Bombe ist in der Mitte hinten beim Müll getroppt. NTC hat da keine Ahnung, wo die Bombe am Ende dann noch hingeht. Also nochmal KNG auf Informationssuche. Und vielleicht bricht ihn genau sowas das Knick. Aber KNG ist da auf dem Frack drauf. Damit ist man jetzt an der Bombe dran. Es ist eine 3 gegen 2 Situation. Da kommt nochmal die Offensive von Balblana. So, es geht nach vorne. Balblana versucht über CT nochmal die erste Information zu bekommen. So, zieht sich jetzt zurück. Sein Mate wartet in der Mitte. So, und dann geht's auf B drauf und da warten zwei Spieler. Also man hat sich für den falschen Spot entschieden. So, Bitburger steht unten bereit. Und das Cello wird von Udo Lindenberg sensationell hier gespielt. Und damit ist die Runde vorbei. Und da spielt er Cello und holt die Runde für sein Team. Damit GG well played. Sehr schön gespielt von den Jungs von NTC. Das Hauptproblem, was halt hier Windstrike hatte. Ich glaube, sie hätten die Partie auf Cash hier auch gewinnen können. Aber am Ende haben sie ein Problem. Und zwar, dass sie einfach diesen Umschwung nicht schaffen. Sie hatten 3-4 Mal die Chance, einen Umschwung zu schaffen, ja, um NTC hier die Map abzunehmen. Und wer die nicht nutzt, der darf die Map auch nicht gewinnen. Von daher mit diesen weisen Worten machen wir eine ganz kurze Pause, melden uns gleich wieder zurück. In 14 bis 15 Minuten geht es hoffentlich weiter. Also bleibt dran, hier live auf 99 Damage mit den Zotac Masters. Bis gleich.